gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't go up and I get caught out. Letztes Jahr, erste richtige Saison eigentlich. Vierer eigentlich noch gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Dann der Vize-Weltmeister im Zweierbob, das war ja wahnsinnig, oder? Ja, war richtig cool letztes Jahr. Die Saison ist eigentlich überhaupt nicht so gelaufen, wie wir das geplant haben am Anfang. Wir haben mit ein bisschen Europacup gerechnet und dann ab der zweiten Saisonhälfte im Weltcup eingestiegen, dann gleich zur WM und gleich einen Vizetitel geholt. Ja, unverhofft kommt oft, gell? Ja. Und wie läuft so die Vorbereitung jetzt auf die kommende Saison? Läuft eigentlich soweit ganz gut. Wir haben ein paar Verletzungsprobleme. Wir sind noch nicht alle ganz fit, aber wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, bis es losgeht. Und zum Saisonbeginn sind wir wieder alle genau einsatzbereit. Jetzt dieses Jahr WM in Innsbruck Eagles. Eigentlich selbe Baumprofil wie in Winterberg. Start ist wichtig, fahren eher zweitrangig. Kommt dir eigentlich sehr entgegen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich habe letztes Jahr da meinen ersten Einsatz gehabt im Weltcup. Es läuft noch nicht ganz so gut jetzt an der Fahrlinie. Gott sei Dank war der Böhmi da, gell, und hat's genau, noch erklärt. Hat mir dann geholfen. Aber wir haben einige Wochen nur zum Trainieren auf der Bahn und am Start sind wir dabei. Und dann glaube ich wieder, dass für weit vorn reichen wird. Glaube ich auch. Lieber Steckdosenlochei. Schlottern dir schon ein wenig die Knie, wenn du an die Bahnen in Lake Placid, Whistler und Park City denkst? Wenn ich ganz ehrlich bin, das wird auf jeden Fall wieder lustig. Lauter neue Bahnen, die ich noch nicht kenne. Lake Placid ist ähnlich wie Altenberg. Sagen sie, es ist eine relativ schwere Bahn. Aber ich glaube schon, dass wenn man da ins Wasser anfängt, dass das dann auch in die anderen Schlitten funktioniert. Was ist der beste Film aller Zeiten? Ich würde sagen James Bond. Von klein auf, mit dem Dad immer angeschaut. Deswegen, welche Musik hörst du? Hauptsächlich eigentlich Hip-Hop und eben Charts, je nachdem, was mir gerade gefreut. Wann war deine erste Bobfahrt? Wann war dein erster Sturz als Pilot? Also erste Bobfahrt war, glaube ich, 2010 mit Böhmi im Vierer. Und die Saison drauf bin ich dann das erste Mal selber gefahren, bin aber auch nicht so weit gekommen in Königssee. Da war es nämlich dann im S3 schon vorbei. Unterstützt dich eigentlich dein Onkel Rudi in Sachen Bob? Mein lieber Onkel, der hilft mir eigentlich hauptsächlich bei athletischen Fragen. Der war früher athletisch immer selber sehr fit und ja, ein paar Bahnen sind halt noch wie früher. Also La Plagne hat mir ein paar Tipps gegeben und Königssee eben.